So, herzlich willkommen. Man sieht es vielleicht an meiner roten Nase, auch am Wetter, überall Schnee. Wir haben es sogar durch das Sturmtief hergeschafft. Wir sind in Brandenburg, Freunde, und zwar in Borkheide. Was wollen wir in Borkheide? Wir wollen den Philipp besuchen. Denn der Philipp, der hat unser Weihnachtsgewinnspiel gewonnen. Felgen Outlet, gesponsert von Continental, kompletten Radsatz, Freunde. Und ich würde sagen, nachdem ich jetzt hier ganz Borkheide abgesucht habe, haben wir das richtige Haus gefunden und die richtige Nummer. Komm mal mit, wir gehen mal klingeln. Beim Philipp müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, der ist auch sehr vorsichtig, weil, Achtung, lebender Klingelton. Ich bin gespannt, ey. So, 3, 2, 1 und? Ja, grüß dich. Philipp, wer bist du denn von den beiden? Da ist er schon. Und da kommt er auch schon wieder, ne? Freunde, so sehen Gewinner aus. Merkt euch das. Grüß dich. So, hi nochmal. Hallo. So, dürfen wir jetzt rein bei dir? Natürlich, die Hunde sind weg. Die Hunde sind wirklich weg. Ja, brauchst keine Angst haben. Ich habe ein bisschen Schiss vor, muss ich sagen. Nein. Ich hatte als junger Mensch mal einen Hund gebissen, aber die sind völlig in Ordnung, ne? Ja, die sind sehr lieb. Die sind okay. Gut. Okay. Wie ist es so? Mal mit Kamera jetzt hier? Bei dir auf dem Hof? Ist auch noch nicht da gewesen, oder? Nee, also bis jetzt noch nie. Ich war eigentlich noch nie vor der Kamera, deswegen ein bisschen ungewohnt. Du warst noch nie vor der Kamera? Nein. Dann werden wir das heute, glaube ich, ein bisschen ändern. Ja. Aber du machst mir einen sehr positiven Eindruck und anders geht's auch gar nicht, denn du hast das Gewinnspiel gewonnen, den kompletten Radsatz, gesponsert von Continental. Ja. Wie fühlt man sich als Gewinner auf einer Skala von 1 bis 10? Mehr als 10 auf jeden Fall, ja. Ich habe mich sehr gefreut, ja. Geil. Nun war es ja so, wir hatten auf Facebook dieses Gewinnspiel. Genau. Mit dem Foto, wo jeder quasi das Auto posten konnte mit dem Radsatz und die Kombination wurde dann quasi geliked. Du hast die meisten Likes bekommen. Genau, ja. Wie lief das dann ab? Wie hast du überhaupt Nachricht bekommen, dass du gewonnen hast? Felgen Outlet hat unter dem Bild einen Kommentar gesetzt und mich verlinkt. Ich habe den Felgen Outlet kontaktiert. Ich sollte dann die Schlüsselnummer durchgeben und dann wurde alles in die Wege geleitet. Und zack, sind wir jetzt schon hier und drehen sogar ein Video noch darüber. Wahnsinn. Da hinten steht das gute Stück. Wir wollen das ganze Ding natürlich auch nochmal angesteckt sehen, die ganzen Räder. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Location-Wechsel, auch für die Leute da draußen. Hast du es sauber schon gesehen? Nein, noch nicht. Okay, da geht es um die Macht. Ja? Ja. Stell dir vor, du hast in deiner Hand jetzt die Macht und wenn du auf die Kamera zugehst, schwupps, sind wir in der neuen Location, okay? Okay, machen wir. Hau rein. So, ich habe auch die Macht. Der Location-Wechsel hat gut funktioniert. Ja. Wo sind wir? In der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. Der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide, wie man unschwer erkennen kann, mit geschichtsträchtigen Fahrzeugen. Und was machen wir jetzt hier? Warum sind wir eigentlich hier? Wir sind heute hier, weil wir die Möglichkeit haben, die Räder am Trocknen aufzuziehen. Und ich selbst auch in der Feuerwehr bin. Er ist selbst in der Feuerwehr, Freunde. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Auf geht's, oder? Jo. Geht los. So, da sind wir auch schon wieder. Leider hat uns das gute brandenburgische Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten wieder nach drinnen gehen, weil es schüttet wie aus Kübeln. Aber ganz wichtige Frage an dich. Was passiert jetzt eigentlich noch mit deinem Auto? Soll noch was passieren? An meinem Auto soll eigentlich nur noch ein Gewindefahrwerk und dann bin ich damit zufrieden. Was für euch noch ganz wichtig ist, gefällt euch die Kombination aus den bereits aufgezogenen Rädern und dem Auto? Lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. 3, 2, 1. Worte gehören dir, Philipp. Hau raus. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Continental, an Felgen Outlet und an L3. Und natürlich an die Freiwillige Feuerwehr hier in Borkheide, dass wir hier bei euch sein durften und drehen durften. Und was müssen wir noch auschecken bei dir? Mein Instagram-Account. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Checkt seinen Instagram-Account, Freunde. Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften. Kein Problem. Gerne wieder. Und man sieht sich. Genau. Ciao. Tschüss. Oh, daneben geklickt, nochmal und. Gerd, wie was machen? Oder ich erklär's dir mal besser gesagt so. Das war jetzt scheiße. Das schneiden wir mal kurz raus, ich fange mal hier an. So, ich habe nämlich auch die Macht. Und wir sind jetzt hier an einem neuen Ort. Ja. Ja. Was machst du denn hier?
Ich bin... Scheiße, was mache ich denn? Ich bin gerade nicht in Stimmung. Soll ich dich kraulen? Warte, ja, und schlag mich ruhig, wenn du drauf stehst. Ich mach mit. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Warte, ja. Tür.